Christina Senemus, Digitalisierungsministerin hier in Hessen. Seit Januar 2019, da haben Sie bei den Kollegen der FAZ in einem Interview gesagt, auf die Frage, wie Ihr Ministerium digitalmäßig aussieht, das ist mehr ein Start-up-Unternehmen. Jetzt sind es 18 Monate. Wie sieht Ihr Ministerium aus, digitalmäßig? Unser Digitalministerium ist gut aufgestellt. Die gesamte Organisationsstruktur steht. Wir haben in Rekordzeit aus einem Start-up ein funktionsfähiges Unternehmen in Anführungsstrichen gemacht und sind in Sachen Digitalisierung so unterwegs, dass wir in Kooperation mit den anderen Ressorts schnellstmöglich, bestmöglich unser Hessen digitalisieren werden. Jetzt kommen Sie aus der Lehre und Forschung. Und wenn ich so in die Mitte der 80er zurückdenke, gab es sehr gute Universitäten wie TU Braunschweig mit dem Fachbereich Informatik, die TU Darmstadt, TU Karlsruhe, die eigentlich sehr weit schon in der Richtung unterwegs waren und immer wieder in Richtung Digitalisierung gedrängt haben. Aber es ist lange nichts passiert. Gott sei Dank Corona jetzt. Was sagt die Professorin an der Stelle? Die Professorin sagt zweierlei. Erstens mal braucht es immer, wie in der Biologie, einen Evolutionsschub. Und den hat die Pandemie uns gegeben, damit wir in Digitalisierung jetzt tatsächlich sehen, das nutzt uns, hier brauchen wir Invest und hier müssen wir vorankommen. Ist aber 40 Jahre zu spät. Zu spät ist es nie. Gut. Insofern versuchen wir jetzt aus der Krise die Chance zu machen und mehr zu investieren in Digitalisierung, um noch schneller voranzukommen. Und die Professorin sagt, ich bin sehr froh, dass wir in Hessen einen Leuchtturm geschaffen haben, indem wir am 31. August den Förderbescheid an die TU Darmstadt übergeben haben für ein KI-Zentrum. Hier wird das Land aus dem digitalen Hochschulpakt 38 Millionen in KI, in Forschung und Anwendung dann dieser künstlichen Intelligenz, dieser mathematischen Algorithmen in Produktionen, in Prozesse geben. Und da ist auch Hessen einzigartig und deswegen ist es gut, dass wir diese Talente haben. Ich möchte das auch nicht als Vorwurf an Sie verstanden haben, sondern dass es Universitäten gab, die schon lange sich über KI, über neuronale Netze, über Vernetzung und so weiter Gedanken gemacht haben. Und jetzt durch Corona kommen wir eigentlich so in Richtung Digitalisierung. Aber ja gut, aber ich meine die KI-Professoren, die Exzellenten, wir haben 20 neue KI-Professoren jetzt ausgeschrieben und die KI-Exzellenz der Professoren sitzt tatsächlich an der TU Darmstadt, da haben wir mehrere auch preisgekrönte KI-Experten, aber es geht ja darum, dass wir die hier halten und hier halten heißt, dass wir investieren müssen in die Forschung, in die Anwendung und vor allen Dingen in die Köpfe. Kommen wir hier zu Ihrem Termin Digitalisierung der Schulen, Anbindung ans Internet. Jetzt muss man mal sagen, wir in Nordhessen sind durch Netcom zum Beispiel, aber auch durch den Mobilfunkanbieter relativ gut aufgestellt. Was eigentlich fehlt, ist dann so ein bisschen Infrastruktur in den Schulen. Da sind wir ja bei. Wir haben in den letzten 9 Monaten die Anbindung der Schulen an Gigabit, also Gigabit-Fähigkeit von Schulen verdoppelt. Und das ist, denke ich, schon mal auf einem sehr guten Weg. Mittelfristig werden die Glasfaseranbindung an die Schulen auch passieren, sodass wir mit 2022 rechnen, dass alle Schulen an Glasfaser angeschlossen sind. Wurde eben im Termin angesprochen, dass man also in den Schulen zum Teil kein WLAN hat, was wohl das geringste Problem ist, wenn erstmal Internet nah ist. Was nutzt aber schnelles Internet, wenn die Hardware aus den 2000er Jahren stammt? Auch hier investiert ja der Bund wie auch das Land. Es gibt insgesamt vom Bund 37 Millionen für die Endgeräte der Schülerinnen und Schüler. Und hier hat Hessen nochmal 25% draufgelegt, sodass wir 50 Millionen investieren in die Endgeräte der Schülerinnen und Schüler und insbesondere in die, die es sich nicht leisten können. Und zudem auch nochmal investiert in digitale Medienfortbildung und Ausbildung. Und das ist etwas, wo man sagen muss, dass wir hier sicherlich nicht morgen, aber doch zügig versuchen wollen, besser zu werden. Ein großer Punkt ist auch hier angesprochen worden, ist die IT-Administration. Hier wurden Deputatstunden gewünscht. Auf der anderen Seite, viele große Unternehmen machen IT-Administration über Fernwartung, ob Software aktualisieren oder Netzzugänge ermöglichen. Bei Hardware sieht es ein bisschen anders aus. Vieles kann man
per Fernwartung machen, manches eben nicht. Ist es hier eine Möglichkeit, dass man bei den Schulämtern, Landkreisen oder wir haben in Kassel die E-Com, da eine zentrale Administration einrichtet, um das möglichst auch einheitlich in den Schulen zu halten? Das werde ich mitnehmen, auf jeden Fall eine Kombination zwischen Deputatsstunden und oder Dezentralisierung durch Wartung. Das werden Aufgaben sein, die wir in Zukunft in einem gesamten Konzept umsetzen müssen. Und das werden wir wieder in guter Kooperation mit dem Kultusministerium machen. Vielen Dank.